Von den Aussichtsbergen rund um Ebensee ist der Eibenberg ein ganz besonderes Juwel. Nach einem langen und steilen Anstieg sind die letzten 25 Minuten auf der Eibenbergschneid für den trittsicheren Bergsteiger ein Leckerbissen. Ein wunderbarer Ausblick auf den Traunsee mit Erlerkugel und Traunstein im Norden. Zur Rechten glitzert der Offensee. In Richtung Gipfelkreuz hat man das Tote Gebirge mit dem großen Prill vor Augen. Gegen Süden wird der Dachstein mit seinem Gletscher sichtbar. Im Westen hat man einen herrlichen Ausblick auf den Feuerkugel und das Höllengebirge. Ein Makel hatte dieser wunderschöne Berg. Ihm fehlte das Gipfelkreuz. Der Eibenberg in Ebensee. Das ist ein wunderschöner Berg, aber er hat ein kleines Manko. Er hat nämlich kein Kreuz. Ein wunderschöner Aussichtsberg. Und da hat ein Kollege von mir, der Fritz Wiesmeier, die Idee gehabt, da könnte man eigentlich ein Kreuz drauf machen. Darf dich recht herzlich begrüßen, Fritz. Kannst uns du ein bisschen was erzählen über die Idee, wie du die Idee da geboren hast, dass wir da ein Kreuz aufmachen? Ja, gern. Es war ein Nöbetag, ein wirklich grauslicher Tag hier unten in der Ebene und ich habe mir gedacht, ja, raus aus dem Nebel, rauf in die Sonne. Und irgendwie ist mir der Eibenberg eingefallen, weil ich eh schon lange nicht mehr oben war. Da habe mir gedacht, ja, liegt ganz schön, schauen wir mal rauf. Ne? Bin dann raus aus dem Nebel, war in der Sonne. Herrlicher Ausblick, Traunstein, Große Brill, Schönberg, rüber Dachstein hat man sogar gesehen und habe das genossen. Und dann denke ich mir, na, ist eigentlich für so einen schönen Berg steht nur so eine Metallstange um, also von einem Kreuz kann man eigentlich nicht reden. Da habe ich gedacht, schade, konnte eigentlich ein schönes Kreuz stehen. Und wie ich dann runtergehe und immer so dahin sinniere, auf einmal steht ein Gams vor mir. Also wirklich in einer Entfernung von 2-3 Metern. Und sie ist erstarrt und ich bin erstarrt und wir haben uns da 5 Minuten angeschaut. Und bei der nächsten Bewegung war es weg, habe ich gedacht, das war jetzt ein Zeichen. Da gehört ein Kreuz auf. Da rede ich mit meinen Kollegen und wir machen eins. Im Mittelalter bekam der Eibenberg seinen Namen. Damals pflanzte das Kloster Traunkirchen die Eibe auf dem Berg als Wirtschaftsholz. Das Holz galt als das edelste Europas. Am Johannesberg in Traunkirchen ist noch ein kleiner Rest der einst groß angelegten Wirtschaftspflanzung erhalten. Ja, wir sind da jetzt auf einem ganz besonderen Platzerl in Traunkirchen. Das ist ein Fels, der im Traunsee ist. Und das Besondere daran an dem Platzerl ist, dass da ein geschlossener Eibenwald ist. So einen geschlossenen Eibenwald gibt es in Österreich ganz, ganz selten, weil die Eibe eigentlich ein Baum ist, der vom Aussterben bedroht ist. Es ist der älteste Baum, was es in Europa zu finden gibt. Und er wird über 500 Jahre alt. Die Eibe ist heute so im Verschwinden begriffen, weil es einfach forstwirtschaftlich nicht mehr genutzt wird. Die Eibe wächst sehr langsam in schattigen Gegenden, braucht aber sehr viel Feuchtigkeit. Das holt sich die Eiben auch aus Felsspalten und kann damit sehr gut überleben. Sie ist ein bisschen frostempfindlich, also über 1300 Meter wird man keine Eibe finden. Bei der Eibe ein bisschen aufpassen, sie ist nämlich sehr giftig, nur für die Rehe ist sie ungiftig und darum kommt auch kaum eine Eibe auf im Gebirge, weil es sofort verbissen wird vom Wild. Das Besondere an der Eibe ist das Holz. Man hat schon in der Steinzeit das Holz benutzt, um Speere und Bögen zu machen. Die Pfahlbauten im Mondsee zum Beispiel sind aus Eibenholz.
Und der Ötzi, den man gefunden hat, die Mumie, die da rausgekommen ist aus dem Similangletscher, hat einen Bogen mitgehabt aus Eibenholz, 1,80 Meter lang, und der ist auf 5000 Jahre geschätzt worden. Warum ist das Eibenholz so besonders? Es ist zäh, aber leicht zu bearbeiten, hat eine Festigkeit und eine Spannkraft. Und mit den Bögen hat man natürlich in der Jagd, aber auch mit der Kriegskunst sehr viel anfangen können. Das hat so weit geführt, dass im Mittelalter die Eibe fast ausgestorben ist. Ja, die Eibe ist auch ein mystischer Baum und ist als heiliger Baum sogar verehrt worden von den Kelten. Durch das, dass der Baum so alt worden ist, hat man gesagt, der hat eine Verbindung zwischen der Erde und dem Himmel. Weil der stirbt nicht, da kommt immer wieder was Neues nach. Auf dem Platzl da in Drangkirchen, das ist auch ein mystisches Platzl. Erstens einmal durch die Eiben, wo man sagt, da gibt es keinen Zauber, der bleibt da nicht bei den Eiben. Und es ist auch ein Kirchel drauf gebaut worden, das Johanneskirchel, was da wunderschön da in die Landschaft passt. Man hat einen wunderschönen Blick auf den Traunstein und die ganze Umgebung. Früher war das ein bisschen eine mystische Geschichte, heute ist das eher ein Platzl für Liebespaare und hat nach wie vor seine große Bedeutung. Die Idee, dem Eibenberg ein Gipfelkreuz zu schenken, wurde in der Berufsschule Attnang bei allen Lehrern mit großer Freude aufgenommen. Die Form des Gipfelkreuzes sollte an die spezielle Verwendung des Eibenholzes im Mittelalter zur Herstellung von Bögen und Speeren für die Jagd erinnern. Der Pfeil, der senkrecht in die Höhe weist, stellt das Streben des Menschen nach höheren und spirituellen Zielen dar. Die Sehne des Bogens ist gespannt und gibt dem Gipfelkreuz Dynamik. Nachdem der Kollege, der Wismar Fritz, die Idee gehabt hat, dass wir da ein Gipfelkreuz errichten können, haben wir mittlerweile ein paar Sachen abgeklärt. Zum einen haben wir Genehmigung von der Direktion gekriegt. Die Gemeinde hat es okay gegeben und die Naturfreunde, die was den Weg betreuen, haben mit den Bundesforste abgeklärt, dass wir das dort errichten dürfen. Ja, wir werden das Ganze als Projekt abwickeln, und zwar ist es so, dass bei uns die Maschinenbautechniker, die Stahlbautechniker in der 4. Klasse keinen klassischen Werkstattunterricht mehr haben, sondern das im Zuge eines Projektes abwickeln. Und die Burschen und auch die Mädels taugt es natürlich ganz besonders, wenn das nicht irgendwas ist, was für den Schrottcontainer gefertigt wird, sondern etwas, was man ein bisschen länger sieht und wo im Idealfall ist für einen immer, wenn irgendwer was davon hat. Die haben sie jetzt beim Entwurf schon mit Begeisterung drauf gemacht. Ja, vielleicht kurz noch zur Erklärung, wie funktioniert so ein Projekt. So ein Projekt ist fächerübergreifend, das heißt, das wird im Zuge des Fachzeichenunterrichts geplant, entworfen, wird in die Gegenstände Rechnungswesen und WSV kalkuliert und geschaut, was das kosten kann. Dann wird es in den Werkstätten gefertigt, übergreifend, je nachdem, wo halt mehr oder weniger die Gerätschaften stehen, und im Zuge des Deutsch- und Kommunikationsunterrichts wird dann auch die Präsentation geplant. Ein kompetentes Team aus Lehrern sollte für die Verwirklichung des Vorhabens sorgen. Im Herbst 2010 wurde das Projekt im Rahmen des praktischen Unterrichts schließlich mit der 4. Stahlbautechnikerklasse durchgeführt. Die Schüler beteiligten sich mit großer Begeisterung an der Arbeit. Es wurde geschliffen, geschnitten, gebohrt, gedreht, geschweißt und gebogen. Die Sesseln wurden von den Schülern der 2. Stahlbautechnikerklasse angefertigt. Das Kreuz voll verzinkt und erst nach Abschluss dieser Arbeiten, die von einer Fremdfirma vorgenommen wurden, war das Kreuz zum Abtransport nach Ebensee bereit.
Nach Abschluss der Arbeiten in den Werkstätten der Berufsschule fand im Beisein von Vertretern der Firmen, der Naturfreunde Ebensee, der Lehrerschaft und der Direktion der Schule die Präsentation des Eibenberg-Projektes statt. Im Namen meiner Kollegen, den Herrn Mindl und den Herrn Weiringer, bei der Kamera hinten, wir waren die zuständigen Herren in der Werkstätte, die die vierte ASBT begleiten haben dürfen. Ich bin von der Firma Scholk. Wir haben meinen Teampartner, den Martin Desch. Wir waren zuständig, dass wir die Standrohr fertigen. Das Ganze ist aus dem Stahl S355JR3. Und wir haben nochmal die Länge festgelegt auf 3 Meter und haben da oben nachher noch einen Ausschnitt gemacht, damit man den Bogen befestigen kann. Mein Name ist Bachmann Jochen, bin 32 Jahre alt, arbeite bei der Firma Braun. Ich war zuständig für die Materialbeschaffung, wo ich mich gleich recht herzlich beim Herrn Martin Braun für die Spenden bedanken will und für die Herstellung des Bogens. Ich habe die Bogen, also den Bogen in der Firma mittels Autogena ausgeschnitten mit einem Messer Griesheim GM4000. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war auch für Sie eine bereichernde Erfahrung. Und falls noch irgendwelche Fragen aufgetreten sind, beantworten wir diese gerne. Sobald der Eibenberg im Frühjahr schneefrei war, konnte mit der Aufstellung des Kreuzes begonnen werden. Durch die Unterstützung der Bundesforste wurde der Transport des Kreuzes und der Werkzeuge auf den Eibenberg wesentlich erleichtert. Mit einem Hubschrauber wurden die in der Schule angefertigten Teile samt Werkzeug hochgeflogen und in der Nähe des Gipfels abgesetzt. Im Wetter marschierten dann Lehrer und Naturfreunde auf den Berg. Nach dem Umlegen des alten Gipfelsymbols sollten die Löcher für das neue Kreuz und die Sessel gebohrt werden. Ein Loch in einen Kalkfelsen zu bohren kann ganz schön dauern und ist anstrengender als man glaubt. Die größte Herausforderung war die Befestigung des Sockels im Kalkgestein. Anschließend wurde das Kreuz aufgepflanzt. Das Lehrerteam der Berufsschule Attnang und die Helfer der Naturfreunde Ebensee freuten sich nach dieser Zeit und kraftraubenden Arbeit über die gelungene Aufstellung des neuen Gipfelsymbols. An einem zweiten Termin wurden dann die beiden metallenen Sessel montiert. Eine Tafel hinter den beiden Sesseln versorgt die Wanderer mit Hintergrundinformationen über das Eibenbergkreuz. Wegen permanent schlechter Witterung im Juni musste die Übergabezeremonie des Kreuzes an die Öffentlichkeit auf den September verschoben werden. Diesmal zeigte sich das Wetter dann wirklich von seiner besten Seite. Ein Prachtwetter für eine Gipfelkreuzsegnung. Berggipfel waren immer schon Orte von religiöser Bedeutung. Im antiken Weltbild
fühlte man sich auf Berggipfel der Gottheit besonders nahe. Viele Heiligtümer und religiöse Zeremonienplätze wurden daher auf Bergen errichtet. Desgleichen sind unsere Gipfelkreuze in diesem Sinne zu verstehen. Auch heute noch sind für viele Menschen die Berge Orte der Besinnung, der Einkehr und der Meditation. Zwei Bläser gaben der Zeremonie einen feierlichen Rahmen. Die Segnung des Kreuzes wurde vom Kaplan Christian Oyene vorgenommen. Ich von meiner Seite aus kann und ich muss und ich möchte das auf jeden Fall sagen, ich bin stolz auf die ganze Kollegenschaft, auf die Berufsschulgemeinschaft der Berufsschule Erdnang. Wir haben heute wieder einmal miterlebt, was man alles in der Gemeinschaft, gemeinsam, in Teamarbeit, jeder hilft dem anderen, alles leisten und schaffen kann. Am Ende der Feierlichkeit wurde von Herrn Berufsschuldirektor Franz Kirchberger eine Widmungsurkunde an Herrn Zeppetzauer, den Obmann der Naturfreunde Ebensee, übergeben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir herzlichen Dank für diese Arbeit. Ganz besonderer Dank von der Direktion begonnen, bis zu den Lehrkräften, Werkstättenlehrern und natürlich die Schüler. Dieses Kreuz hat jetzt einen Sinn, es ist einzigartig in den ganzen Alpen oder vielleicht weltweit, wo ein Gipfelkreuz den Bezug herstellt zu dem Berg. Und ich glaube, da können wir wirklich stolz sein auf die Ideen, die von euch von der Schule ausgegangen sind. Recht herzlichen Dank und wir sind stolz darauf, natürlich von euch dieses Kreuz einzigartig bekommen zu haben. Für uns als Gemeinde ist es natürlich eine besondere Freude und ich denke mir, die Schüler und Lehrer dieser Schule können besonders stolz darauf sein. Die sind so für mich die Beispiele, dass man nicht für die Schule lernt, sondern wirklich fürs Leben auch was macht. In diesem Sinne herzlichen Dank nochmal für die geleistete Arbeit. Der Eibenberg hat nun ein einzigartiges Gipfelkreuz, das gerne besucht wird und sicher noch viele weitere Bergwanderer zur Gipfelrast einladen wird.